Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Landstalker, die Schätze von König Nolo. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, nachdem wir vom Zauberer Mir erfahren haben, dass er gar nicht für die Steuern verantwortlich ist, sondern der Herzog, was wir uns schon gedacht haben, wurden wir von diesem auch noch hintergangen. Und er ist nun im Besitz 3 der 5 Juwelen. Denn ein Juwel, wenn ich mich recht erinnere, laut Relief, ist eh in Mercator zu finden und wird wahrscheinlich in seinem Besitz sein. Ja, damit haben wir wieder 0 Juwelen und hängen der Jagd nach dem Schatz doch sehr hinterher. Denn der Herzog ist ja auch heiß auf diesen Schatz. Und er hat vor, einen Krieg mit dem Festland vom Zaun zu brechen. Hey, wie bist du rausgekommen? Du sollst uns noch kennenlernen. Gib mir den Schatz! Hilfe! Ja. Da habt ihr, was ihr verdient. Ach du Heiliger. Oha, zum Glück. Ja, zu offensichtlich dieses Rätsel. Ding dong, ding dong. So, dürfen wir uns nur hier wieder aus dem Verlies kämpfen. Wir sind eben ziemlich tief gefallen. Oh Gott. Das ist auch noch einer, der auf Zeit geht. Werden wir wahrscheinlich nicht schnell genug sein, ne? Oh doch. Oh doch. Jüngelchen. Oben oder unten lang? Das oben sieht aus wie Gefangenenzellen. Schauen wir uns die erstmal an. Wer hier noch so gefangen gehalten wird. Naja, der hat wohl nichts mehr zu sagen. Ich werde interessieren, wer das war. Vielen Dank. Ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben. Ich bin Morales, der Bildungsminister von Ahorn und der Leibwächter von Prinzessin Lara de Visica. Tja, wo ist sie denn jetzt? Ich muss sie suchen. Prinzessin! Eingesperrt mit einem Schlüssel. Sehr, kontraproduktiv, würde ich mal behaupten. Nein, fass mich nicht an! Bitte fass mich nicht an! Ich warne dich, ich habe ein Messer. Was? Du bist gekommen, um mich zu retten? Wirklich? Herzog Mercator hat die Prinzessin irgendwo im Schloss eingesperrt. Du musst sie retten. Ah, das werden wir auch. Ah, jetzt hätte ich doch unten mal lang gehen, bevor wir da hinten weitergehen. Na, haben wir hier wieder einen geheimen Raum irgendwo? Oder ist das einfach nur eine Fake-Kammer? Finde ich schon fast zu auffällig, sowas. Haben wir nicht irgendwas, was wir da benutzen können? Wir wissen ja auch noch nicht, was es mit der goldenen Statue und der Statue der Gaia auf sich hat. Wir gehen jetzt einfach mal hier oben weiter. Hey, ich will da oben an die Schatztruhe. Ach, das war der Schlüssel, der Morales bei sich hatte. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch noch keinen Schlüssel. Und dann fiel es mir gerade wieder ein. Ah, okay. Und damit finden wir Lebensenergie.
Ecke, aber die Tasche ist voll. Das ändern wir. Dann sind wir wenigstens gut für eventuelle Kämpfe vorbereitet. Nochmal Ecke. Ja, dann sind wir voll. 33 Lebenspunkte, Leute. Bin ich überhaupt richtig? Wir hatten ja noch einen Gang, den wir eben lang gehen konnten. Ich will nicht so weit hier lang gehen, bevor wir den anderen Gang nicht erforscht haben. Nicht, dass wir hier nicht mehr reinkommen und irgendwas Wichtiges verpassen. Aua, das hat wehgetan. Weil dafür sind wir jetzt schon zu weit hier lang. Genau hier geht's ja noch weiter. Ja, komm. Okay. Das ist unterhalb der Bibliothek. Hier kommen wir nicht weiter. Im Schlafgemach des Herzogs. Mein Gott, so ein Kerker unterm Schloss zu haben in dieser Größe mit diesen Monstern, naja, gibt einem schon zu denken, ne? Ah, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Euer letztes Stündlein hat geschlagen, so. Hey. Elf Junge fällt runter und bumm. Ecke, aber Tasche ist voll. Oh, sehr gut, dass wir uns hier wieder heilen können. Ist ja auch noch ein Gegner. Komm. Nicht mit mir. Zeit für kleine Jungen ins Grab, Bett zu gehen. Was fällt euch ein, ihr Rabauken? Verletzt gehe ich doch nicht weiter. Wir haben doch unten noch Ecke. Ich hoffe, die kommen nicht nochmal jetzt. Hä? Die haben mir das Ecke weggenommen, das da stand. Wie fies ist das denn? Und da kommen sie wieder. Da habt ihr mich ganz schön gelingt. Ach, und da kommt auch noch einer. Gott, wie hoch geht das noch? Ah, Zeit für kleine Jungen. Ja, lasst euch was Neues einfallen. Hallo, mein Junge. Ich habe dein kleines Abenteuer von oben beobachtet. Ich wusste zwar, dass Herzog Mercator ein zweifelhafter Charakter ist, aber er ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Ich wusste immer, dass er uns Duolas Maragd niemals geben würde, also habe ich, während du in diesem Loch rumgebummelt hast, eine neue Aufgabe gefunden.
bin sicher, diese Prinzessin ist einiges wert. Bis bald. Du bist doch gekommen, um mich zu retten, oder? Ich habe immer schon davon geträumt, dass mich ein Prinz rettet. Mach diese Eidechse fertig und rette mich. Eidechse? Ich bin Draconia und keine Eidechse. Und jetzt vorwärts. Na super. Kopfgeldjäger eben. So, nochmal Lebensenergie. Was passiert hier gerade alles? Stehen bleiben. Oder dieses Mädchen macht's nicht mehr lange. Tschüss, Nils. War nett mit dir. Vielleicht ein anderes Mal. Toll, ich fliege. Siehst du, ich fliege. Warst du schon mal bei der Lufthansa? Bei der Flughansa? Mein Prinz, bitte komm und rette mich. Also das war gerade ein ziemlich dummer Dialog. Wo kommen wir denn jetzt hin? Für in die Türen, die wir hier sehen. Ach, jetzt sind wir hier wieder im Schlossgarten. Seltsame Soldaten sind plötzlich ins Schloss gestürmt. General Arthur kämpft alleine gegen sie. Bitte rette ihn, beeil dich. Okay. Können wir jetzt auch mal gucken, ob wir hier vielleicht noch im Schloss was finden, an Lebensenergie oder ähnlichem. Ist immer noch hier. Wann kommt der Herzog zurück? Ich muss die Speisenfolge planen. Ich glaube, der kommt nicht mehr wieder. Tischattacke hier. Wie ich das hasse, wenn man nicht ausholen kann. Boah, durch die Kämpfe werde ich ja noch reich. Aha. Boah. Habt ihr hier einfach einen Spawnpunkt, ne? Naja, dann nehmen wir uns das Geld wenigstens noch mit und gehen hier erstmal auf Seite, bevor wir uns wieder durch die Tür haut. Autsch! Verehrter Herr Nils, der Herzog hat von den dreien von dem versteckten Schatz gehört und hat sich per Schiff davon gestohlen, nachdem er den Leuchtturm zerstört hat, damit wir ihm nicht folgen können. Hört zu, geh zur Ostseite des Schlosses und öffne die Tür. Dort ist ein versteckter Schalter, mit dem du das Tor zum grünen Labyrinth öffnest. Das Tor wird sich an der Quelle auftun, um den Leuchtturm zu reparieren. Ihr müsst zum grünen Labyrinth gehen und den Sonnenstein finden. Ihr müsst nach oben gehen und die Rüstung zertrennen. Beeilung, folgt dem Herzog, sobald ihr könnt. Lasst ihn nicht an den Schatz, er ist ein Böser. Nils, wir zählen auf euch, dass ihr den Herzog aufhaltet. Geh nach oben und zerstör die Rüstung.
haben den Schlüssel gefunden. Und dann sollen wir zur Ostseite. Die Tür, wo er rausgekommen ist. Jetzt sind die anderen bestimmt auch wieder da. Natürlich. Erstmal eine sichere Position hier. Nicht, dass sie uns von mehreren Seiten attackieren. Wir brauchen mittlerweile aushalten, ne? Können wir ja noch mehr vom Schloss erforschen. Gucken, ob noch irgendwo was ist. Wahrscheinlich nützt das nichts, was ich hier mache. Aber ich bin halt neugierig. Auf der Seite noch eine Tür? Zu der Richtung? Nein, okay. Stimmt, hier war der Bankettsaal. Da kommen wir auch in die Küche. Das sind die Gemächer. Vielleicht finden wir hier ja noch irgendwas. Unten in der Bibliothek. Geistert hier immer noch rum. Ich war überrascht zu sehen, dass zwei schreckliche Monster einer Schönheit aus dem Keller gefolgt sind. Wer war das? Was haben die da gemacht? Ach, jetzt kommen wir hier auch wieder rein. Okay, aber das wollen wir ja nicht. Nee, das wollen wir nicht. Wir können noch oben in das Zimmer gucken, wo wir nicht reingelassen wurden, ob da noch was ist. So. Okay. Na, das ist ja mal eine Penthouse-Suite hier. Ich krieg hier sowas. Ja, zumindest Doppelbett. Die anderen hatten nur ein einzelnes, ne? Ne, die hatten auch ein Doppelbett. Oder, ja, zwei einzelne. Wenn es ein Team werden soll, kann man sie aneinander schieben. Hoffentlich. Gut, zur Ostseite des Schlosses. Ins grüne Labyrinth. Das klingt schon wieder nach etwas, das ich in dieser Episode nicht mehr schaffe. Ah ja, genau, das war ja von draußen. Einmal um die Burgmauer rum jetzt. Bruder, halt! Hihi, war nur ein Scherz. Ich habe immer schon davon geträumt, hier stehen zu dürfen. Ach du Heiliger. Wer denkt sich denn sowas hier aus? Erdbeben.
Können wir mal gucken, ob hier nicht noch eine Truhe irgendwie versteckt steht. Nicht, dass wir hier noch irgendwie was finden, aber anscheinend nicht. Ah, da drüben hat sich was geöffnet. Wir werden uns aber nochmal mit Eke Eke eindecken, bevor wir losgehen. Und auch nochmal mit den Leuten hier in Mercator sprechen. Vielleicht haben auch der ein oder andere Händler jetzt was Neues. Aber was ist mit dem Brunnen? Wer hat noch hier einen Brunnen? Da dürfen wir doch jetzt bestimmt rein, oder? Immer noch nicht. Tut mir leid, das hier ist privat, kein Zutritt. Moment. Käuferkarte? Nö. Wir haben ja auch noch diese blaue Schleife, wofür ist die überhaupt gut? Nur zweiten Platz im Schönheitswettbewerb gewonnen. Ich kann die mit Knoblauch verjagen. Nein. Der Sicherheitspass hilft uns ja auch nicht, ne? Nee. Schade. Ich würde gerne wissen, was wir da haben. Irgendwann muss man da doch hinkommen. Ich glaube, an dem Gerücht ist was dran. Als mein Mann nach Ruhe mal gegangen ist, hat er einen jungen Mann gesehen, der den Sonnenstein weggeworfen hat. Es war der Lehrling von Leuchtturmwärter. Er hat den Jungen gefragt und herausgefunden, dass Herzog Mercator ihn dazu überredet hat, den Sonnenstein zu stehlen. Als mein Mann das hörte, rannte er zurück, aber der Herzog war schon weg. Papa und die anderen sind noch oben und quetschen den Lehrling aus. Er ist damals in den Leuchtturm eingebrochen. Ach, die sind oben. Na dann komm. Dieser junge Dummkopf war der Assistent vom Leuchtturmwärter. Er hatte das volle Vertrauen seines Meisters, aber er hat den Sonnenstein gestohlen. Er hat seinen Meister betrogen. Was für ein Depp! Ist dir bewusst, wie wichtig der Sonnenstein ist? Geh ins grüne Labyrinth und finde den Sonnenstein allein. Herzog Mercator hat ihn gebeten, den Sonnenstein für 6 Taler zu stehlen. 6! Oh nein, es tut mir so leid. Ich hätte es nicht getan, wenn ich gewusst hätte, dass es ein Teil von Herzog Mercators Verschwörung war. Naja, was will man machen? Wenn der Herzog kommt, dann... Wenn der Leuchtturm wieder funktioniert, kann ich wieder an Bord gehen. Da freut man sich schon drauf, wa? Ist das Gerücht über den Herzog wahr? Wenn ja, dann muss er wirklich ein niederträchtiger Mensch sein. Er war immer freundlich und hat vorgegeben, alles für die Stadt zu tun. Vorgegeben. Dieser Ludwig ist so sensibel. Er sah ganz geschockt aus, als ich ihn gebeten habe zu gehen. Jetzt ist er verschwunden, wahrscheinlich um sich auszukurieren. Diese Künstler sind schon nicht leicht zu verstehen. Herzog Mercator hat die Stadt im Stich gelassen. Das hätten wir nicht gedacht. Was machen wir jetzt? Prinzess Juni. Hier haben wir die Schlafsaal der Liebeskranken. Ja, hier wollen wir nicht nochmal runter. So, erstmal. Was ist denn jetzt hier passiert? Achso, klar, der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Schubidubidu. Achso, der sagt nichts Neues. Okay. Hast du überhaupt schon mitbekommen, die Sache mit dem Leuchtturm? Herzog Mercator ist mit bewaffneten Soldaten, die ich noch nie gesehen habe, an Bord des Schiffes gegangen. Nachdem sie weg waren, ging plötzlich das Licht im Leuchtturm aus. Okay. Ja klar, hier lag das Schiff vor Anker. Es war ja sein Privat-Pierre. Pierre. Pierre.
Anker lichten, lichten, ja, Wellen brechen, lichten, ja, hey, hey. Ich werde Mama ein neues Lied beibringen. Anker lichten, ja, ja, bla, 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 bla. Dein Singsang passt jetzt nicht, die Situation ist sehr ernst. Solange der Leuchtturm nicht leuchtet, kann kein Schiff auslaufen. Der Leuchtturm ist kaputt, wie soll ich denn jetzt mein Schiff steuern? Nichts Neues. Ah, Moment. Ich mach mal kurz was. Zweimal Eke Eke nehmen, dann können wir das nämlich nochmal kaufen. Und haben volle Lebensenergie. Ist auf jeden Fall günstiger als eine Übernachtung für 40 Taler oder was das hier gekostet hat. Wobei ich weiß nicht, ob das noch so teuer ist, aber ich glaube, das ist die günstigere Variante. Bitte reparier den Leuchtturm für meine Mutter und mich. Wie ungünstig. Ich bin fertig, aber das Schiff kann nicht auslaufen. Zum nächsten Monat. Tschüss. Apropos bis zum nächsten Monat. Wir können ja nochmal in die Geschäfte hier gehen. Das wollten wir ja eh. Und hier waren wir jetzt noch nicht drin, ne? Ja, so nix. Wenn all die Gerüchte über den Herzog wahr sind, dann war es eine Lüge, dass wir ihn gezwungen haben soll, die Steuern zu erhöhen. Ach was. Es war eine Lüge, das kann ich bestätigen. Du siehst so stark aus. Nein, 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 nein. Okay, ich kann es auch selber tun. Nicht nochmal, junge Dame. Papa, die da, da wachsen. Bald wirst du ernten, papa. Das ist gut. Es ist eine Epidemie, die sich hier ausbreitet. Alle fangen an zu singen und treiben die anderen in den Wahnsinn. So, schauen wir mal beim Apotheker vorbei. Ah ne, das war ja hier noch Greenpeace. Obwohl, ach komm, ich versuche nochmal mein Glück. Nein, Regen brauche ich nicht. Na, wollen wir es nochmal machen? Ach nein, jetzt habe ich ja gedrückt. Jetzt habe ich das Timing raus. Ich muss nur schnell wieder rausgehen, denn wenn der Ball runterfällt, verliert man das Geld auch. Nein, 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 bitte raus hier. Du bist doch so ein Profispieler. Ja, jetzt haben wir es erreicht. Okay, aber 2000 Taler. Die werden aber wahrscheinlich bald weg sein. Nils, was hättest du gerne? Alles, was du haben möchtest, kann ich dir billiger verkaufen. Na, ist da günstiger geworden? Immer noch 300. Ja, ich nehme aber noch eine Flasche. Denn wenn ich mich recht erinnere, heilt Dahl einen komplett. Und dann haben wir jetzt schon mal zwei, auch wenn sie halt sehr teuer sind. Und er sagt auch nichts Neues. Hörst du das? Karl hat sich die ganze Nacht mit diesem Mädchen unterhalten. Das macht mich richtig eifersüchtig. Hat er hier ein Mädchen? Ja? Tatsache. Wie geht es dir? Ich bin Juna, Karls Freundin.
Das ist ein alter, geiler Opa, wa? So, ich fordere dich nochmal heraus. Regeln brauche ich nicht. Ich versuch's einfach nochmal. Ist ja nicht allzu teuer und wir haben ja gerade so viel Geld bei Greenpeace gemacht. Ja, das ist... Ja, ja, also das finde ich echt unfair. Er ist ein alter Betrüger. Und jetzt hänge ich ja auch noch fest. Das darf doch nicht wahr sein. Was macht denn die goldene Statue? Das ist doch nicht wahr. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Leute, muss ich das alles jetzt wiederholen, weil ich nicht gespeichert habe? Es sieht fast so aus. Okay. Er ist verbuggt. Er ist verbuggt. Gibt es keine Möglichkeit, jetzt hier irgendwie wegzukommen. Na, danke. Okay, Leute, die Episode werde ich wohl nachholen müssen, aber... ja, es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich. Naja, das hole ich aber nach und hoffentlich bin ich auch wieder auf einem ähnlichen Stand. Ihr werdet es ja dann sehen. Ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Landstalker, die Schätze von König Nolo, wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Renne.